Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 12-839. Schluss mit der Dispo-Abzocke. Deutschland braucht einen Dispo-Deckel für den gesamten Bankensektor. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Schulz das Wort, der auch schon da ist. Vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen im Saale, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und auch daheim. Schluss mit der Dispo-Abzocke. Ich bin schon ganz erstaunt, war schon völlig irritiert, dass Minister Kutschaty, Justizminister, auf der Rednerliste stand bzw. steht und vertreten für ihn eigentlich Minister Jäger sprechen sollte. Nun sehe ich aber auch unseren Finanzminister da, der hatte beim letzten Mal gesprochen im Juli-Plenum zu dem Thema Schluss mit der Dispo-Abzocke. Die Piratenfraktion NRW fordert nach wie vor schnellstmöglich gesetzlich festzuschreiben, dass die Dispozinsen und Überziehungszinsen für Banken und Sparkassen auf maximal 8% über Basiszins gedeckelt werden. Die Fragen, warum das wichtig und richtig ist, wurden in der Debatte über unseren ähnlichen Antrag im Juli-Plenum, am 7. Juli nämlich genau genommen, weitestgehend beantwortet. Beantwortet wurde auch die grundsätzliche Frage nach dem politischen Willen. Bis auf die Abstimmung einerseits und bis auf die CDU-Fraktion haben diesen Vorstoß alle anderen im Landtag vertretenen Fraktionen grundsätzlich gutgeheißen bzw. begrüßt, allerdings mit dem zutreffenden Hinweis, dass es einer bundeseinheitlichen Regelung für alle Sparkassen und Banken bedarf und es nicht auf landesgesetzlicher Ebene möglich ist, dieses nur für Sparkassen zu regeln. Auch da war ich zwar etwas anderer Auffassung, aber die Einladung aus dem Juli-Plenum haben wir ankündigungsgemäß aufgegriffen und deswegen der Antrag hier und heute. Dispozinsen von teils über 12% per anno in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern sprechen für die Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung und vor allen Dingen auch einer Deckelung. Zu dem Ergebnis kommt letztendlich auch, ja, ich sage mal, die Erhebung von Stiftung Warentesten. Die BaFin ist ja auch auf dem Fuße unterwegs, um zu überprüfen, ob denn das alles gut ist, was da im Land, was die Dispozinsen angeht, unterwegs ist. Die bloße Transparenz von Zinsen, ein Gebot oder beziehungsweise eine Anregung, die gemacht worden ist, die reicht uns definitiv nicht aus. Und wir wissen auch, dass deutlich über 30, 40 Institute in Deutschland sich überhaupt nicht dran halten, was die Veröffentlichung von transparenten oder transparente Veröffentlichung von Zinssituationen angeht und Zinsforderungen. Es besteht also nach wie vor dringender Bedarf, der Dispo-Abzocke einen Riegel vorzuschieben. Der Dispo-Deckel ist aus unserer Sicht gelebter Verbraucherschutz. Verbraucherschutz ist für Piraten, auch wenn der Landtag da zumindest teilweise andere Auffassung war, in einer Abstimmung Staatsziel. Und jenseits dieses Regulativs, und da spreche ich auch durchaus die FDP an, stirbt weiß Gott nicht der Wettbewerb unter den Banken und Sparkassen, der prosperiert nämlich selbstverständlich weiterhin. Aber eben dann unterhalb des Zinsdeckels, so wie wir ihn uns vorstellen, der in Zeiten von Mietpreisbremse und Schuldenbremse eben eine sehr wichtige, sozialverträgliche Privatschuldenbremse werden könnte. Und an dieser Stelle zitiere ich noch einmal gerne, wie auch im Antrag selbst, Herr Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans aus besagter Sitzung vom 7. Juli. Es ist richtig, dass wir einen Deckel brauchen. Diesen haben wir beantragt. Das ist aber nicht eine Sache des Landes, sondern das ist auf Bundesebene durchzusetzen. Wir haben es nicht durchsetzen können. Wo immer es jedoch möglich ist, werden wir am Ball bleiben. Die Piratenfraktion ermuntert die Landesregierung, einen erneuten Vorstoß in diese Richtung zu unternehmen und möglicherweise auch in Zeiten nahender Wahlen könnte es durchaus sein, dass sich die Bundesregierung, dass sich die CDU, CSU innerhalb der Bundesregierung dann, wenn im Bundesrat vielleicht außerhalb einer Wohnungs- oder Kreditrichtlinie ein neuer Vorstoß zeigt in Zusammenhang mit dieser Dispo-Deckel-Geschichte, sich dann auch bewegt und im Bundestag das im Bundesrat dann angenommene Regelwerk
bereit ist anzunehmen. Von daher wäre es schön, wenn wir hier im Landtag einen Konsens dahingehend finden könnten, dass wir die Landesregierung bitten, auffordern will ich an der Stelle nicht sagen, bitten, noch einmal eine Bundesratsinitiative zu starten und werbe daher für eine entsprechende Zustimmung des Hauses. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schulz. Und nun spricht Frau Blask für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren. Vor etwa 2 Monaten haben wir hier an dieser Stelle einen ähnlichen Antrag von den Piraten debattiert, in dem sie einen Dispo-Deckel für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen gefordert haben. Jetzt fordern Sie also einen Dispo-Deckel für den gesamten Bankensektor. Bereits beim letzten Mal haben wir Ihnen deutlich gemacht, dass dies nicht in Nordrhein-Westfalen zu regeln ist. Nach wie vor besteht die Problematik, dass Banken quasi sich zum Nulltarif Geld von der Notenbank besorgen können, aber den Zinsvorteil nicht im Bereich der Dispo-Kredite an die Kunden weitergeben. Bürgerinnen und Bürger, die den Dispositionsrahmen für eine kurzfristige Finanzierung nutzen, zahlen weit deutlich mehr Zinsen, als dies bei einer normalen Kreditfinanzierung üblich wäre. Verbraucherinnen und Verbraucher, die bereits Geldprobleme haben, drohen bzw. zahlen hohe Dispozinsen, was die Situation weiter verschlechtern kann. Von Verbraucherschützern wird daher bereits seit Jahren gefordert, dass Banken die Dispo-Kreditzinsen senken. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen stehen für einen Dispo-Deckel für alle Banken. Die rot-grüne Landesregierung hat, wie Sie, Herr Schulz, schon gesagt haben, im vergangenen Jahr bereits einen Gesetzentwurf mit dem Ziel einer Deckelung für der Dispozinsen für Sparkassen und Privatbanken in den Bundesrat eingebracht. Wir haben hier entsprechend bereits gehandelt. Jedoch könnte sich die Große Koalition im Bundestag weder im Koalitionsvertrag auf eine Deckelung der Dispositionskreditzinsen einigen, noch konnten sie sich dann bei der Initiative des Bundesrates einigen. So scheiterte der Gesetzentwurf nach Zustimmung des Bundesrates dann leider im Bundestag, da insbesondere die Union und im Speziellen Herr Schäuble eine Deckelung ablehnte. Es ist leider nicht abzusehen, dass die Union in dieser Legislaturperiode hier zur Einlenkung bereit ist. Entsprechend ist der Antrag nicht zielführend, zumal Sie wieder eine direkte Abstimmung beantragt haben und der Gedanke an Effekthascherei doch sehr nahe liegt. Da die Union eine Deckelung der Dispozinsen blockiert, kann ich nur an die Banken mit hohen Dispositionszinsen appellieren, ihre Zinspolitik zu überdenken und sich dem allgemeinen Zinsniveau anzupassen. Dies ist im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen. Für uns bleibt das Thema auf der Tagesordnung. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Blask. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Kollege Möbius. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kollegin Blask hat schon darauf hingewiesen, die Piratenfraktion ist bei diesem Thema außerordentlich flexibel. In ihrem letzten Antrag wollten sie noch einseitig die Sparkassen verpflichten und nun sind sie schon beim gesamten Bankensektor angekommen. Aber es bleibt dabei, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Die Forderung der Piraten ist populistisch und begegnet auf den ersten Blick, prima vista, wie der Jurist sagt, einer gewissen Sympathie. Aber wer sich intensiver mit der Materie auseinandersetzt, wird feststellen, dass der von den Piraten vorgeschlagene Dispo-Deckel in der Sache ungeeignet ist. Erster Punkt. Wer sich die Entwicklung der Zinssätze für Überziehungskredite im Durchschnitt in Deutschland anschaut, stellt fest, dass diese nach den Angaben der Deutschen Bundesbank seit 2007 von 11,88 auf 8,69% im Jahr 2015 zurückgegangen sind. Die Gesetze des Marktes wirken also. Zweiter Punkt. Die Verbrauchermacht ist nicht zu unterschätzen. Wem die Konditionen seiner Bank nicht passt, der kann jederzeit und ohne großen Aufwand das Institut wechseln. Dritter Punkt. Banken, die Zinsen unterhalb des von den Piraten geforderten Deckels nehmen, werden sich zukünftig an diesem Deckel orientieren
und somit auch ihre Zinssätze erhöhen. Vierter Punkt. Die Zinssätze für Dispositions- und Überziehungskredite sind natürlich sehr hoch, aber die Höhe der Zinsen hängt nur bedingt mit der unmittelbaren Refinanzierung der Banken zusammen. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle: die individuelle Risikoabschätzung des Forderungsausfalls, die Eigenkapitalsituation, nicht zu unterschätzen, sowohl bei den Sparkassen als auch bei den Raiffeisenbanken, die Betriebs- und Personalkosten, die Bearbeitungskosten, das Bankmodell, das heißt, ob kleinere oder größere Filialnetze gewählt werden, die Verfügbarkeit von Geldautomaten, der Beratungsbedarf und so weiter. Man kann somit nicht alle Banken wie Direktbanken und Filialbanken über einen Kamm scheren. Fünfter Punkt. Niemand wird von seiner Bank gezwungen, einen Dispositions- oder Überziehungskredit in Anspruch zu nehmen. Es ist hinlänglich bekannt, dass Ratenkredite, die auch angeboten werden, bedeutend günstiger sind. Sechster Punkt. Die individuelle Risikoeinschätzung, das heißt das Ausfallrisiko, ist Bestandteil der Kalkulation der Zinssätze. Wenn nun die Kalkulation über dem von den Piraten geforderten Deckel liegt, bekommen diese Kunden zukünftig keinen Zugang mehr zu Dispositions- oder Überziehungskrediten. Eines ist aber auch klar: die Banken sollen natürlich fair mit ihren Kunden umgehen. Das heißt aber auch, dass sie gewissenhaft im Sinne des Kunden eine Kreditlinie bereitstellen sollten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, staatliche Eingriffe halten wir in diesem Fall weder für geboten noch für zielführend. Sie haben gesehen, es gibt viele Gründe, warum wir dem Antrag der Piraten nicht zustimmen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Möbius. Und für die Grüne Fraktion kommt bereits ans Pult Herr Kollege Markert. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich vorgestern mir die Tagesordnung für das Plenum angeguckt habe, habe ich gedacht, hoppla, hast du jetzt die falsche Tagesordnung irgendwie mitgenommen, weil direkt vor meinem Schottlandurlaub, das war irgendwie 7. Juli oder so, hatten wir hier letzte Runde irgendwie und da war euer Thema, lieber Dietmar Schulz, auch schon mal hier auf der Platte. Und jetzt habe ich gemerkt, die haben natürlich schon was geändert. Wir haben hier ja eine Debatte geführt und ich habe damals gesagt, warum habt ihr das nur sozusagen auf die Sparkassen bezogen? Nehmt doch die anderen mit dazu, weil in der Zielsetzung einen Deckel draufzulegen, ist Rot-Grün ja ziemlich nah bei den Piraten dran. Das werde ich auch gleich noch mal sozusagen hier darlegen. Das Problem ist natürlich, wenn man sich im Ziel einig ist, kann man manchmal bei den Instrumenten unterschiedlicher Meinung sein. Das will ich dann auch vorweg sagen. Trotzdem, ich finde es gut, dass diese Fokussierung auf die Sparkassen sozusagen rausgefallen ist und dass man sozusagen sich da breiter aufgestellt hat. Ich will auch noch mal daran erinnern, wir bedauern es, dass das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie keine Festlegung einer Obergrenze für die Höhe des Dispositions- und Überziehungskreditzinses vorsieht. Da wird ja dann eine gesetzliche Deckelung des Dispo-Zinses zum effektiven Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht eingeführt, obwohl sie dringend geboten wäre. Die Landesregierung, die Rot und Grün ja hier trägt, Inge Blask hat ja viele von den Argumenten, die jetzt bei mir auch noch mal durchscheinen, auch schon gebracht, hat umfassende Initiativen auf den Weg gebracht, hat versucht, einen Dispo-Deckel auf Bundesebene einzuführen. Und man muss ja sagen, im Bundesrat war man da auch relativ offen am Ende. Ja, die Landesregierung hat versucht sozusagen, zumindest dann, nachdem es da die ersten Entscheidungen im Bundesrat gegeben hat, im Rahmen eines Entschließungsantrages nochmal eben entsprechenden Druck auch auszuüben. Und dieser Entschließungsantrag ist ja auch am 26. Februar angenommen worden im Bundesrat. Umso bedauerlicher war es natürlich, dass die Einführung einer gesetzlichen Obergrenze des Dispositions- und Überziehungskreditzinses in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz im April diesen Jahres sozusagen dann nicht diese Bundesratsinitiative entsprechend auch aufgenommen hat. Das heißt, der Bundestag
Der Bundestag hat sich sozusagen darüber hinweggesetzt, was der Bundesrat eigentlich auf Initiative unter anderem unseres Finanzministers dort auch vorgetragen hatte. Sehr bedauerlich. Ja, Herr Möbius, genau. Sie sagen, und da ist nämlich des Pudels Kern, Sie sagen völlig zu Recht, ja, der Bundestag hat das deswegen abgelehnt. Wir haben ja eine große Koalition, weil die CDU da auf der Bremse steht. Und jetzt habe ich, Minister Borjans ist ja eben schon mal zitiert worden, er hat hier ja auch darauf hingewiesen in unserer Debatte im Juli, dass er alles tun würde, wo immer es möglich ist, am Ball zu bleiben bei diesem Thema. Das wurde eben ja auch schon zitiert. Insofern richtig so. Herr Schäuble hat heute angekündigt, noch mal für den nächsten Bundestag kandidieren zu wollen. Vielleicht kann er dann ja im Wahlkampf zu einer anderen Überzeugung als Herr Möbius und die CDU kommen und das dann den Weg freimachen. Denn immerhin sind wir ja ein Zweikammernsystem in unserem Föderalismus und der Bundesrat hat sich hier ja entsprechend positioniert. Im Übrigen, Herr Möbius, Sie haben ja recht, wir haben im Moment ein sehr niedriges Zinsniveau. Aber solche Gesetze sind natürlich nicht nur an momentane Niedrigzinsphasen gebunden, sondern das ist natürlich insofern die, irgendwann hat mal jemand Schlaues gesagt, irgendwann kommen auch mal wieder die etwas schwierigeren Jahre. Es gibt ja nicht nur die fetten Jahre, es gibt ja auch im Kreditwesen dann vielleicht die schwierigeren Jahre. Und gerade dann wäre es vor dem Hintergrund der wachsenden Armut letztendlich, reden wir ja immer über Kinderarmut, Altersarmut und so weiter, wäre es natürlich gut, wenn wir an solchen Stellen dann eben unsere soziale Verantwortung auch wahrnehmen würden. Deswegen der Appell an dieser Stelle an die CDU-Bundestagsfraktion, auch an den Bundesfinanzminister, der wird vermutlich den Abgeordneten Markert nicht kennen und deswegen diesen Appell auch nicht hören, aber die CDU-Bundestagsfraktion wird ihn ja vielleicht dann auch mal gelegentlich bei solchen Thematiken dann auch noch mal schauen, was hier in diesem Parlament diskutiert worden ist, der Appell, machen Sie den Weg frei im Sinne dessen, was der Entschließungsantrag des Bundesrates vorgesehen hat. Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, komme ich aber jetzt noch mal zu Ihrem Antrag, weil das interessiert Sie vermutlich am meisten, nachdem Sie jetzt innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal damit um die Ecke kommen und ja auch gewisse Bewegung gezeigt haben. Ich glaube, vor dem Hintergrund dessen, was Herr Möbius eben auch noch mal reingerufen hat und auch dem Hintergrund, dass der Bundesrat gerade unseren Entschließungsantrag ja angenommen hat, wäre es natürlich jetzt nur die Wiederholung eines Beschlusses, der vermutlich nicht zu einem anderen Ergebnis führen würde. Da bin ich anderer Meinung, ob das jetzt schon im laufenden Wahlkampf der Fall wäre. Deswegen werden wir das Instrument eines neuerlichen Bundesratsvorstoßes zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Präsident, ich komme zum Ende, sozusagen nicht tragen können. In der Zielsetzung bleiben wir beieinander und werden das gemeinsam weiter verfolgen. Vielleicht wäre es ja auch mal ein Thema für eine Anhörung an anderer Stelle oder hier im Parlament. Schöne Veranstaltung kann man dazu auch machen. Herzlichen Dank, schönen Abend noch. Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Und nun wird die FDP-Fraktion vertreten durch Herrn Kollegen Witzel. Nun, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man den Antrag der Piratenfraktion liest, denkt man als erstes und täglich grüßt das Murmeltier, weil wir eine fast inhaltlich identische Debatte an dieser Stelle hier vor der Sommerpause auch geführt haben. Der einzige Unterschied ist, die Initiative vor der Sommerpause hatte einen besonderen Charme, weil die antragstellende Piratenfraktion gesagt hat, na, wenn Rot-Grün doch immer argumentiert, so ja auch heute. Wir können auf Bundesebene das nicht durchsetzen, was wir uns politisch wünschen. Dann können wir ja den ersten Schritt schon mal in Nordrhein-Westfalen machen. Und deshalb haben sie sich die Sparkassengesetzgebung rausgesucht in dem Bereich, wo das Land selber Gesetzgebungskompetenzen hat. Bei allen rechtlichen Vorbehalten, in welcher Form man das hätte ausgestalten können, bei der Vergütung, muss man sagen, bei der Vergütungstransparenz haben wir auch erstmal mit einer Regelung angefangen, die Signalcharakter hatte, auch wenn sie weiterer rechtlicher Präzisierungen im weiteren Prozess bedurft hat, um dann auch eine verschärfte Wirksamkeit zu entfalten. Der Finanzminister äußert sich gerne zu dem Thema mit dem oft wiederholten Zitat, wenn Banken für Guthaben so gut wie keine Zinsen zahlen, gibt es auch keinen nachvollziehbaren Grund für Dispozinsen in der gegenwärtigen Höhe. Das war vor 2 Monaten richtig, ist auch heute richtig. Und das Phänomen ist ja zutreffend beschrieben. Die
Zinssituation führt dazu, dass für viele Bürger Vermögensaufbau kaum noch möglich ist, Alterssicherungen gefährdet werden, weil Lebensversicherungen als Modell nicht mehr tragen. Und wir haben durch Inflation in Kombination mit Nullzinsphase natürlich eine gigantische private Vermögensvernichtung und Umverteilung von Privaten zum Staat hin, der teilweise an seinen Schuldenbergen noch verdienen kann. Deshalb sind allerdings gerade politisch auch an anderer Stelle und auch im Land Nordrhein-Westfalen sofern betroffen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das wäre die Wiederherstellung realer Marktbedingungen im Zinsmarkt, die Beendigung von Draghis unheilvoller EZB-Politik der sinnlosen Geldschwemme und Schrottpapieraufkäufe. Das wäre aber auch hier konkret in Nordrhein-Westfalen die Rücknahme der Verdoppelung der Grunderwerbsteuer, die eben gerade die Vermögensbildung so erschwert. Die haben wir, Herr Finanzminister, ja vorhin schon mit ihm erörtert. Die FDP hat allerdings ein grundsätzliches Problem mit ausufernder Regulierung und immer mehr Vorschriften am Markt, gerade dann, wenn diese eben objektiv gar nicht notwendig sind. Und deshalb ist der politische Wille der antragstellenden Piratenfraktion und von Rot-Grün mit 8% über Referenzzins zu hinterfragen. Zu günstigeren Dispo-Konditionen als diese politische Vorgabe, wie sie hier im Raum steht, gibt es nämlich problemlos Angebote am Markt, und zwar von allen drei Säulen des Kreditgewerbes, von Privatbanken, von Volksbanken, Volks- und Raiffeisenbanken und jetzt auch mittlerweile im Sparkassenbereich. Im Rahmen der allgemeinen Zinsentwicklung hat sich dort einiges getan. Speziell nordrhein-westfälische Institute, die Stand dieser Woche deutlich niedrigere Zinssätze aufweisen, sind sämtliche Institute der PSD-Bankengruppe. Im genossenschaftlichen Bereich sind die Banken der Bistümer, Kirchen und Caritas, aber auch die Kreissparkasse Euskirchen hat es geschafft, vorzustoßen. Die Konditionen der PSD-Bank Köln beginnen mit 5,45% und die der Kreissparkasse Euskirchen beispielsweise 6,85% Dispozinssatz. Ganz aktuell beides deutlich unterhalb ihrer Vorgabe. Noch besser für die Verbraucher und günstiger geht es im Bereich der Privatbanken. Dort führt die Augsburger Aktienbank gegenwärtig mit 4,8% Dispozinsen. Sie können weitermachen über Inkdiba und viele andere gängige bekannte Institute, alle deutlich unterhalb von 8%. Also der Markt stellt genau das zur Verfügung, was Sie sich politisch wünschen. Und deshalb muss man natürlich sagen, wenn es eine Stelle gibt, wo Regulierung nicht notwendig ist, dann ist das sicherlich die Stelle, wo der Markt schon das entsprechend soweit bereitstellt. Wichtiger ist also, einen funktionierenden Markt zu haben und zu unterstützen, für Begleitmaßnahmen zu sorgen, wie die notwendige Markttransparenz, Stichwort Disporadar, so wie wir das von Benzinpreisvergleichen kennen, aber natürlich auch die BaFin anzuhalten, dass es zu einer korrekten Umsetzung der AGBs kommt und dass auch die Transparenz, die ja Institute walten lassen müssen, hier auch nicht verletzt wird. Insofern sind das, glaube ich, die eigentlichen Herausforderungen, den Markt auch in seiner Funktionsfähigkeit zu stärken, nicht aber in den Markt einzugreifen an Stellen, wo die Mechanismen des Marktgeschehens belegen, dass heute an vielen Stellen das bereits besser und zu günstigeren Konditionen funktioniert, was Sie hier allgemein mal wieder regeln wollen. Deshalb können wir diesem Antrag heute hier nicht folgen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Witzel. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Kutschaty. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, um bei Ihnen die Irritation bei der Zuständigkeit aufzuklären, Herr Kollege Schulz, darf ich sagen, dass für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen der Finanzminister zuständig ist, für den rechtlichen Teil des Verbraucherschutzes das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen. So. Das tut aber auch nichts zur Sache, weil die Landesregierung auch in dieser Frage nämlich eine eindeutig geschlossene Position und Haltung hat. Ja, auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist der Auffassung, Deutschland braucht einen Dispo-Deckel. Und das haben wir sehr früh erkannt und auch sehr früh Initiativen dann auch gestartet. Und ich bin etwas stutzig geworden, als ich gerade von Union und FDP die Verlässlichkeit des freien Marktes gehört habe.
Natürlich entwickelt sich etwas im Kapitalmarktzinsbereich, aber zu meinen, der Bürger, der schon jetzt bei einer Bank so dick im Dispo steckt, hätte die absolute Wahlfreiheit und wäre bei jeder anderen Bank herzlich willkommen. Ich glaube, da kennen Sie die Realität nicht in Deutschland, meine Damen und Herren. Und deswegen halte ich es schon für sehr bedenklich, wenn Banken sich im Augenblick auf Nullzinsniveau auf dem Kapitalmarkt Geld besorgen können, aber gleichzeitig wir immer noch Disposätze haben von 8, 10, teilweise 12, 13 Prozent. Ich glaube schon, dass es hier aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht einer Regulierung bedarf. Und diesen Handlungsbedarf haben wir aufgegriffen. Wir haben im Bundesrat dafür gesorgt, und das ist ja nicht ganz so leicht bei den Mehrheitsverhältnissen im Augenblick im Bundesrat, dass wir gleich zweimal eine Bundestagsbeschlussfassung bekommen haben, in der dem Antrag auch aus Nordrhein-Westfalen gefolgt ist. Zunächst hatten wir versucht, im Rahmen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie dort eine Änderung hereinzubekommen. Der Bundestag verlässt sich vielmehr leider nur auf eine intensivere Beratungspflicht der Banken. Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber löst das Problem nicht, was wir gemeinsam lösen wollen. Wir haben daraufhin, die Sprecher der Regierungsfraktion haben das hier schon zutreffend auch dargestellt, noch einmal einen Entschließungsantrag im Bundesrat eingebracht. Am 26. Februar, also vor einem halben Jahr, ist die Beschlussfassung des Bundesrates zu diesem Thema noch einmal sehr deutlich formuliert worden. Diese Beschlussfassung des Bundesrates hat auch heute noch Gültigkeit. Wir müssen nur allerdings darauf setzen und hoffen, dass die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag, auch diese Beschlusslage des Bundesrates nunmehr endgültig aufgreift. Ich habe da im Augenblick, auch nach dem, was ich heute aus der Union hier gehört habe, erhebliche Zweifel, so sehr ich mir das wünschen würde, sodass ich im Augenblick keinen realistischen Handlungsmöglichkeiten sehe aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, da helfen nur die nächsten Bundestagswahlen, hier einen Dispo-Deckel auch tatsächlich zu bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Kutschaty. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, können wir also abstimmen. Die antragstellende Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also stimmt dem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten und der fraktionslose Kollege Schwert. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD und Grüne sowie CDU und FDP stimmen gegen diesen Antrag. Gibt es Enthaltungen? Wir sehen von hier aus keine Enthaltung. Damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17.